Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Mir müssen Sie nicht klatschen. Nein, das ist sehr, sehr lieb. Damit muss ich jetzt selber erstmal umgehen lernen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Es ist eine ganz besondere Reihe, die wir hier haben, nämlich zum Casting im Film. Ein Gewerk, das sträflichst vernachlässigt wird, oftmals und auch bei uns tatsächlich. Wir sind gerade durch unsere Dauerausstellung gegangen, da gibt es alles Mögliche, nur nicht Casting. Und deswegen, wir haben uns das mal auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch dem uns natürlich widmen wollen. Wir haben einen ganz wunderbaren Gast heute Abend, freuen wir uns sehr darauf. Und ja, Sie vorzustellen ist nach dem vorgestrigen Freitag ziemlich einfach. Denn tatsächlich wurde da der Deutsche Filmpreis in Berlin verliehen und es werden 4 Schauspielpreise vergeben. Beste männliche Hauptrolle Franz Rogowski, beste weibliche Hauptrolle Marie Bäumer, beste männliche Nebenrolle Robert Gwisdek, beste weibliche Nebenrolle Birgit Minichmeier. Alle 4 besetzt von Anja Dierberg. Begrüßen Sie Anja Dierberg. Herzlich willkommen. Ja, willkommen, die Frau der Stunde könnte man ja fast sagen. Okay. Das, tatsächlich habe ich mir vorher überlegt, wie stellt man denn sonst jemanden vor? Man guckt sich halt die Filmografie an und nimmt dann ein paar Highlights raus. Das habe ich versucht, dann kam ich auf 1,5 DIN A4 Seiten. Das wäre ziemlich lange geworden mit den Highlights alleine. Deswegen, also das ist in diesem Jahr 3 Tage in Quiberon hast du besetzt. Du hast besetzt den Hauptmann, du hast besetzt In den Gängen. Das sind allein die 3 Filme, die jetzt ganz groß rauskommen sind. Und noch dazu, als ob das nicht schon genug wäre, Bad Banks, die Serie, die hier in Frankfurt spielt und auch die Stadt auch gerade prägt. Ja. Ist das dein normaler Jahresalltag oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, es ist schon ein Highlight. Also das kann ich jetzt auch von mir aus so sagen. Das ist ein sehr besonderes Jahr, weil zur Berlinale liefen dann auch die Filme. Also ich hatte den Eröffnungsfilm im Panorama Styx. Dann 2 Filme im Wettbewerb, das war Quiberon, 3 Tage in Quiberon und in den Gängen. Und dann wurde Bad Banks noch gezeigt, 2 Folgen. Also das machen sie bei der Berlinale jetzt inzwischen. Und dass dann 3 von diesen Filmen auch für den besten Spielfilm nominiert waren beim Deutschen Filmpreis, ist schon ein Highlight, muss ich sagen. Also so viel Aufmerksamkeit für das, was ich bisher gemacht habe, gab es noch nicht. Das ist großartig. Und glaubst du, da, was könnte sich da jetzt verändern? Weil nach oben ist ja nicht mehr viel. Also da wird sich nicht viel verändern, weil vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nee, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ne? So, ich bin fußballbegeistert. Nein, ich habe schon ein persönliches Highlight vor 1,5 Jahren gehabt. Ich durfte einen Film von Terrence Malick besetzen, komplett aus Deutschland heraus. Und von daher, sage ich mal, jetzt fällt mir eigentlich nicht so viel ein, was da noch kommen kann. Ja, der kommt dieses Jahr raus, habe ich gelesen. Ne? Ja, da weißt du mehr als ich. Okay. Also ich IMDb. Das weiß im Moment, glaube ich, noch keiner, aber er ist in der Postproduktion. Spannend. Ja, wir wollen ein bisschen drüber reden, was eigentlich Casting ist. Wie geht das vor? Wie geht das vonstatten? Wie bist du dazu gekommen? Und damit Sie alle wissen, wie das jetzt auch bei uns abläuft, wir werden jetzt so 1/2 Stunde in etwa reden. Dann gucken wir den Film, Die Unsichtbaren, und anschließend haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen im klassischen Publikumsgespräch. Also, ja, wie wird man denn Casterin? Du kommst eigentlich vom Theater. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr Vorlauf. Also ich habe ganz einfach alle meine Hobbys zum Beruf gemacht. Also ich habe eine Verlagsausbildung, dann habe ich Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften, Germanistik studiert, dann war ich am Theater, dann war ich in der Filmproduktion und irgendwann lief das alles so auf diesen einen Kulminationspunkt zusammen. Also ich kann Drehbücher lesen, dramaturgisch aufschlüsseln sozusagen. Ich gucke wahnsinnig gerne Filme, ich gehe immer noch wahnsinnig gerne ins Theater, ich beschäftige mich mit Kunst und Literatur und das sind eigentlich, sage ich mal, so sehr ideale Voraussetzungen für das, was ich gerade mache. Es ist kein üblicher Lebenslauf für Casting Director, muss man auch sagen. Also viele kommen aus der Regieassistenz oder, also das habe ich auch gemacht, aber im Theater. Die Ausbildung normalerweise ist, dass man irgendwann bei einer Casting-Agentur mitmacht und dann irgendwann hochwächst oder wie kommt man dann dazu? Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir nennen uns auch nicht Casting-Agenturen, weil Agenturen vertreten Schauspieler und handeln deren Verträge aus und wir sind unabhängig. Wir werden von Produktionsfirmen engagiert und wie gesagt, die Lebensläufe sind ganz unterschiedlich. Also
Viele kommen ja aus der Regieassistenz, haben im Film vorher gearbeitet oder manche sind auch Schauspielerinnen gewesen, mhm. also Schauspieler weniger. Mhm. Gibt es aber auch, also es gibt wenig Männer in dem Beruf. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Im Bundesverband Casting ja? sind 43 Mitglieder und davon 37 Frauen. Ja. Was glaubst du? Ja. Die Zukunft ist weiblich. Nein, was soll ich sagen? Es was ist, glaubst du, woran das liegt? Also ich habe da so eine freche Theorie. Also es ist ein dienender Beruf, der eher verlangt, dass man in den Hintergrund tritt und sehr viel diplomatisches Geschick erfordert. Und das scheinen ja sehr weibliche Eigenschaften zu sein. Okay. Vielleicht. Es ist so, oder? Ja. Zustimmung aus dem Publikum. Von Männern vor allen Dingen, ja, genau. Ja, ja. Ja, also so, das ist jetzt, klingt ein bisschen ja, ketzerisch, aber das ist ein, ja, vielleicht, vielleicht. Menschenkenntnis ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, ja. was man mitbringen muss. Gibt es noch mehr so Eigenschaften, sag ich mal, was einen guten Caster auszeichnet aus deiner Sicht? Also ich glaube schon, das, was du eben gerade angesprochen hast, Menschenkenntnis oder auch Einfühlungsvermögen, also dass man, also es geht nicht nur darum, so sieht es ja manchmal aus, die Bunte aufzuschlagen und die fünf Namen, die gerade in aller Munde sind, entsprechend zusammenzuwürfeln, sondern ein Ensemble zu bauen, ist ein Prozess, ein langer Prozess. Das heißt, es ist auch interessant zu sehen, wer jetzt mit wem vielleicht harmoniert oder wer, also gar nicht harmoniert im eigentlichen Sinne, also die Schauspieler müssen sich ja nicht alle privat mögen, aber wie dieses Gefüge sich mit jeder Besetzung dann eben langsam bildet oder auch verändert. Und also für mich das schönste Kompliment ist eigentlich immer, wenn die Schauspieler sagen, sie hatten das Gefühl, sie zwar wie so eine Familie eigentlich. Also sie fühlten sich aufgehoben in diesem ganzen Ensemble und diesem Miteinander, das da entstanden ist. Mhm. An welchem Zeitpunkt kommst du denn eigentlich dazu bei solchen? Ganz unterschiedlich. Also ich bin Produktion teilweise. Produktion holt dich ja, dazu, sagtest du gerade? Produktion oder Regie und ich bin an ganz unterschiedlichen Punkten involviert. Also es gibt auch Projekte, die kommen als Treatment zu mir. Sehr früh in der Entwicklungsphase, in der wir uns dann Gedanken machen, wer die Hauptrollen spielen könnte und das teilweise dann auch Einfluss nimmt auf das Drehbuch. In so einer frühen Phase geht es auch um die Finanzierung. Da sind wir eben auch ein wesentlicher Baustein des Finanzierungsgebildes, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Also mit einem Besetzungskonzept von mir geht die Produktion und Regie dann in die Filmförderung und so weiter. Das heißt also, ich fange teilweise wirklich sehr, sehr früh an, in ein Projekt einzusteigen. Das ist jetzt filmspezifisch. Also da dauert die Finanzierung in der Regel ja auch mindestens 2 Jahre. Das heißt, das ist ein langer Prozess, den ich den Film auch in verschiedenen Drehbuchfassungen und so weiter begleite. Das heißt, du hast auch mit Förderern und Redakteuren zu tun, wenn du jetzt sagst, du hast mit Finanzierung ja auch eventuell was zu tun? Nein, also das ist, Casting ist ein Baustein und den eigentlichen Finanzierungsprozess übernimmt die Produktion. Hm. Also ich sitze jetzt nicht bei denen und leihe ihnen das Geld aus der Tasche. Aber spielt eine Rolle. Also in den USA sagt man ja, es gibt so die A-Riege, die ist quasi der Kassenknaller und wenn da jemand dabei ist, dann ist der Film quasi finanziert und dann wird das so abgestuft nach unten hin. Gibt es das in Deutschland auch? Es gibt schon den Glauben, dass mit bestimmten Schauspielern Filme finanziert werden können oder dann auf jeden Fall ihr Publikum finden. Das teile ich nicht. Mhm. Also, ich glaube an Geschichten. Also ich glaube an gute Geschichten, wobei gut ist so relativ. Der Beruf ist auch geschmacksgeprägt. Also es gibt Dinge, die mich interessieren, Dinge, die mich nicht so interessieren. Aber ich glaube, mit der in Anführungsstrichen richtigen Besetzung oder mit einer stimmigen Besetzung erzählt sich ein Film und verkauft sich ein Film. Und ich glaube nicht, wenn bestimmte Schauspieler jetzt in allen 5 Kinofilmen, die nächstes Jahr mit einer gewissen mit einem gewissen Werbeetat ans Publikum gebracht werden sollen, dass diese 5 Filme dann auch zwingend ihr Publikum finden, weil die Zuschauer sich auch satt sehen an den immer gleichen Menschen. Und ich glaube, wichtig ist, den oder die richtige Person zu finden, um die Geschichte so zu erzählen, wie sie erzählt werden möchte von der Regie. Und die berühmten Namen, und ich schätze die beiden sehr, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, funktionieren für das Publikum, wenn sie
die Filme machen, die das Publikum von ihnen erwartet. Also Till hat auch schon Filme gemacht, die sehr interessant waren, die aber nicht dieses Komödienfach bedient haben und die dann auch nicht dieses Publikum gefunden haben. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, dass der sogenannte Name alleine nicht zählt. Also es muss zusammenkommen, die Geschichte mit der passenden Besetzung und der Vision der Regie. Und dann erreiche ich ein Publikum und dann muss eine Produktion oder ein Vertrieb eben einfach auch Geld in die Hand nehmen, um die Filme zu bewerben, weil das wird immer wichtiger. Jetzt hast du eine bestimmte Idee von irgendeinem Schauspieler, den du unbedingt in einer Rolle drin haben willst und du stößt auf Leute, die das nicht so sehen. Wer also, könnten diese Leute sein? Also die Regie? Hier inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so. Die Regie, aber. Zum okay. Ja, aber wie geht man denn dann vor? Also versucht man dann so ein bisschen strategisch zu überzeugen oder ist das dann so ein langer Diskussionsprozess? Verändert sich dann eventuell ja auch das Buch nochmal so ein bisschen, je nachdem, was für ein Typus das dann sein wird? Erzähl mal. Also ich sage jetzt nicht Mann, sondern ich tue dann alles, um diese Idee transparent zu machen und kämpfe dann einfach. Also ich kämpfe dann dafür, dass wenigstens diese Idee erstmal eine Chance hat, gesehen zu werden. Das heißt, ich kann ja jemanden zum Casting einladen und zeigen, dass derjenige dann in die Rolle passt, sozusagen. Also das ist so, ja, das Einfachste und Schwierigste zugleich. Und keine Sorge. Film ab. Genau, Film ab. Fertig. Das ist das Zeichen, dass die Fragen spannender werden müssen jetzt. Okay, gut. Vielleicht gleich das Publikum. Nee, tatsächlich, Casting. Also das ist ein Begriff, du sagst, wenn die Leute eingeladen werden, dann kann man ja immer noch überzeugen. Also quasi, du kannst auch den Regisseur noch überzeugen, dass das die richtige Wahl war. Wie läuft das denn ab? Gibt es denn eine Standardvorgehensweise, wenn du ein Casting machst und einberufst, wie das abläuft? Wer ist da dabei? Was muss da getan werden? Also ich sage jetzt mal, mein Standard ist ein Standard in dem Sinne, dass ich versuche, eine Vorauswahl so zu treffen, dass ich keine Massenveranstaltung daraus mache, sondern dass wirklich Schauspieler zum Casting kommen, die ich mir alle auch in der einen oder anderen Weise in der Rolle vorstellen kann. Und im besten Falle sind die Regie und ich alleine mit den Schauspielern, weil das ein sehr intimer Prozess ist. Und jeder weitere Zuschauer, vor dem ein Schauspieler sich produzieren muss, stört mich. Aber gibt es trotzdem. Nein, es ist dann schon so, dass Produzenten oder Produzentinnen, Redakteure weniger, aber dass dann gerne mal jemand kommt und auch nochmal zuguckt. Ich find das sehr schön, wenn von der Produktion jemand da ist und die Schauspieler begrüßt und ihnen ein gutes Gefühl gibt, dass sie gewollt sind. Aber für diesen eigentlichen Arbeitsprozess finde ich es eigentlich am schönsten, wenn da Ruhe im Karton ist und eigentlich nur Kamera, Regie und ich natürlich dabei sind. Das heißt, das sind eher kleinere Räume? Oder? Nein, ich habe das große Glück, in Berlin in einer Gemeinschaft mein Büro zu haben. Und da gibt es ein Castingraum, Studio, das hat 50 Quadratmeter. Mhm. Und das haben wir auch extra so gebaut, weil ich auch schon in sehr kleinen, verschrammelten, niedrigen Räumen gecastet habe. Und wenn dann jemand wie Philipp Stölzl mit knapp 2 Metern kommt und sagt, ich kann mich hier kaum bewegen, dann ist es schön, wenn ich jetzt auf einen Raum zugreifen kann, der einfach auch eine Atmosphäre hat, in der man arbeiten kann. Also Spielmöglichkeit auch zulässt, tatsächlich. Ja, Spielwiese ist es. Mhm. Ist da irgendein kann man mieten. Ja, in Berlin. da ist dann aber tatsächlich nichts an Kulisse oder Vorgaben, was die Leute sich kostümmäßig schon ausdenken sollen. Das ist zunächst mal die wirklich blanke Weise, die haben den Text bekommen und kommen das erste Mal dazu. Kann man sich das so vorstellen? Ja, also da ist relativ wenig. Also ich mache jetzt kein großes Requisitengedöns oder sowas. Ich caste gerade für Stefan Rusowitzki, Narziss und Goldmund und das sind ja bekanntermaßen Mönche und da hat die Produktion jetzt auch immer mal wieder Kutten zur Verfügung gestellt, weil in der Kutte spielt es sich halt einfach ein bisschen anders. Mhm. Ich habe auch inzwischen ein Kleid mit einem etwas langen, wallenden Rock vorrätig, weil als ich Goethe gecastet habe, kamen die jungen Damen teilweise in Jeans. Das ist da ein bisschen schwierig. Also ich sag mal, eine historische weibliche Figur in Jeans zu spielen, ist nicht so hilfreich.
Und da helfen sich Schauspielerinnen auch selber, wenn sie oder auch Schauspieler sich vorher Gedanken machen, auch ein bisschen zum Kostüm oder so. Und dann gibt es so ein paar Spielrequisiten, aber da gibt es jetzt keine wirklichen Kulissen oder sowas. Nee. Was würdest du denn raten? Also wie muss man sich denn vorbereiten, jetzt von anderer Seite gedacht? Text lernen. Als Schauspieler. Text lernen hilft auf jeden Fall. Wie oft kommt Text das denn nicht lernen vor? Text lernen hilft immer. Das kommt nicht so häufig vor. Ja. Ich glaube, es spricht sich auch rum. Dass es nicht so zielführend ist. Und aber das ist alles quasi vorgegeben. Es gibt ein, zwei Szenen oder so, die gespielt werden. Und dann gibt es Anweisungen, mach mal was anders. Oder wie läuft es? Mach mal was anders, kann kein Schauspieler wirklich erfahren. Deswegen bin ich ja, und ich wollte jetzt, was? Mach mal ja, aber das was. Ist genau der Punkt. Wie sagst du das denn? Ich habe jetzt vor 2 Tagen wieder mit einem Regisseur darüber gesprochen, mit dem ich gerade nicht arbeite. Also den habe ich beim Filmpreis getroffen und wir haben eben darüber gesprochen, was Regie eigentlich ausmacht. Und ich habe das mal so kurz von meiner Seite aus dargestellt. Also für mich ist Regie Schutzräume schaffen und in denen die Schauspieler sich eben nicht ausbreiten, sondern diese Figur zum Leben erwecken können. Und im Prinzip muss man auch für jeden Schauspieler eine eigene Sprache finden. Also man muss sich schon mit dem Wesen und der Persönlichkeit auseinandersetzen und auch mit dem, wie man jemanden ansprechen kann, um ein Ergebnis zu erhalten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das am Theater gelernt habe. Also ich hatte das große Glück, mit Peter Zadek arbeiten zu können und da kann man das schon sehr gut oder konnte ich das sehr gut beobachten, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen an den jeweiligen Schauspieler oder die Schauspielerin für die Rollen sind. Also das war wirklich beeindruckend. Da habe ich viel mitgenommen. Also ich finde, also für mich war die beste Schule auch für Film das Theater. Und du hast jetzt alles schon gemacht, ja, im Fernsehen ja auch, wie wir jetzt ja gehört haben. Könnt ihr jetzt was anderes Kino, machen? Kino, Theater. Wie unterschiedlich geht man denn da ran? Also ist das was sich auch aus deiner Arbeitsweise heraus komplett unterscheidet, wenn du jetzt für Bad Banks castest oder für einen Kinofilm, das ist vergleichbar. Ich gehe immer mit voller Leidenschaft und Ernst an jede Produktion ran. Und dann ist es egal, ob das ein Fernsehfilm oder ein Kinofilm ist. Also es gibt unterschiedliche Bedingungen. Also es gibt mehr Freiraum oder mehr Möglichkeiten, was auszuprobieren. Aber von meiner Seite aus gehe ich eigentlich an jedes Werk mit der gleichen Haltung und Intensität ran. Und es ist ja nicht nur mit den Hauptrollen getan. Nee. Das ist ja das Nächste. Also ich glaube, das ist vielleicht dann der große Unterschied, wenn man jetzt die Serie dann so vor sich hat, dass da plötzlich ein ganzer, ganzer großer Stab von großen Nebenrollen und kleineren Nebenrollen zu besetzen ist. In dem Fall war das ja eine deutsch-luxemburgische Koproduktion. Ja. Das heißt, ihr habt euch da wahrscheinlich irgendwie aufgeteilt. Nee. Nicht? Hast du alles gemacht? Nee, also, Quatsch. Nein, es gab eine Luxemburger Kollegin, entschuldige, das ist Blödsinn. Also es gab jemanden in Luxemburg, der die Luxemburger Schauspieler gecastet hat vor Ort. Und die endgültige Entscheidung habe ich dann gemeinsam mit Christian Schwocho getroffen. Also wir arbeiten sehr lange schon und sehr intensiv zusammen. Und egal, wer da von außen noch dazukommt, trifft er, was Schauspieler anbelangt, keine Entscheidung, ohne dass wir in den Dialog gegangen sind. Und es ist eigentlich auch üblich, dass es ein Head of Casting gibt. Und wer auch immer noch von außen dazukommt, geht durch dieses Nadelöhr in Anführungsstrichen. Also es gibt eine Person, deren Handschrift der Film trägt. Und das bin in dem Fall dann ich. Bei meinen Filmen, ja. Worauf ich hinaus ist, läuft denn so ein Casting für eine Hauptrolle logischerweise anders ab, als wenn es jetzt eine kleinere oder gar Kleinstrolle ist? Ja. Und also wie geht man denn damit um, wenn man weiß, ich bewerbe mich eigentlich nur für 2 Sätze? So, jetzt übertrieben gesprochen. Ja. Wie ist denn da die Herangehensweise und wie überzeugt man auch Leute, dann dahin zu kommen? Ist das einfach? Erzähl mal aus deinem Alltag. Also das ist nicht einfach. Ich finde die Tagesrollen oder sogenannten Supporting Actors, was ich eigentlich lieber mag, weil das ist ja das Wesentliche an den kleineren Rollen, dass sie die Hauptrollen mittragen und den Film ausmachen, die Stimmung, die Farbe und so weiter. Und das ist nicht so einfach, weil die Tagesrollen haben eigentlich den schwierigsten Job. Die kommen in ein bestehendes Set. Wenn sie Glück haben, erkennt sie jemand wieder und spricht sie mit Namen an. Aber oft kommen sie und keiner weiß, wer ist das jetzt? Was macht die hier? Was macht der hier? Okay, okay, du bist die Bäckerin. Gut, dann stell dich mal da hinten hin. Also das heißt, die Sorgfalt in der Vorauswahl findet nicht ihre Entsprechung oft am Set.
Und deswegen ist es so schwer, eine Tagesrolle zu spielen, weil vorher, es kennen sich alle am Set. Ich komme da rein und ich soll aber genauso gut sein wie alle anderen und mich da ganz schnell irgendwie aus meinen Platz finden und eine glaubhafte Figur spielen, weil wenn jeder am Ende sagt, ich habe gesehen, dass das eine Schauspielerin war und keine Bäckerin, dann ist dem ja auch keine Genüge getan. Also das heißt, diese Rollen zu besetzen ist schwierig, ist ein schwieriger Prozess. Und inzwischen gibt es aber die Möglichkeit der sogenannten E-Castings, die ich persönlich ja sehr mag. Online? Ja, das heißt, die Produktionen haben nicht das Geld für jede kleinste, kleine Rolle, die Schauspieler alle einzuladen. Und in Deutschland sind die Schauspieler eben auf das gesamte Bundesgebiet verteilt. Also anders als in Paris oder London, also in Frankreich, England und so. Da hat man so bestimmte Städte, in denen kann man so in den vollen Schauspielerpool greifen. Und hier muss man halt einfach gucken. Das heißt, ich kann aber diese Szenen und diese kleinen Texte und so weiter verschicken und die Schauspieler können sich selber aufnehmen mit all ihrem Witz, ihrer Fantasie. Und ich liebe das. Ich sage es jetzt wirklich mal in aller Öffentlichkeit. Ich liebe das, weil da viele Dinge entstehen, die ich im Studio so gar nicht herstellen kann. Und viel auch, sage ich mal, natürlich an aktuellem Material bei mir auf dem Tisch landet. Also wenn ich immer nur in die Datenbanken gehe und steinalte Videozusammenschnitte sehe aus dem Jahre 2007 oder so, da kann ich ja nichts mitmachen oder Fotos, die jemanden aktuell gar nicht mehr wiedergeben. Das heißt, mit so einem selbst aufgenommenen kleinen Video weiß ich, wie jemand gerade aussieht, welche Haarfarbe, welche Haarlänge, alles Mögliche. Und manchmal passt es nicht für die Rolle, aber dann passt es für eine andere Rolle. Ich habe ja ein Elefantengedächtnis. Also ich mache das jetzt 20 Jahre. Andere Pflichtbedingungen wahrscheinlich für den Job. Ja, genau. Die Ohren haben wir weggelassen. Aber, und das ist, sage ich mal, so ein großer Pool, aus dem ich dann eben auch schöpfen kann. Und das macht mir dann Spaß. Also ich habe so ein bisschen Horror davor für einen Kinofilm, wo die Menschen dann auf der großen Leinwand zu sehen sind, auch über diese Videobänder zu besetzen. Da kriege ich Bauchschmerzen. Ich kann aber jetzt auch nicht jeden Schauspieler bitten, auf eigene Kosten anzureisen, damit ich denjenigen aufnehmen kann. Das kann ich immer anbieten. Aber das ist ja auch immer verbunden mit Zeit, Aufwand und Geld. Und mit diesen E-Castings geht es super. Ja, wirklich. Da schließen sich zwei Fragen an. Das eine ist ja, du hast ja nicht mit den Schauspielern immer direkt zu tun, weil die haben ja dann wiederum Agenturen. Ja. Das heißt, musst du eigentlich mit diesen Agenten super können, ja, um dann zuerst mal die, ja, zu kriegen? Wie macht man das? Weil die wollen ja eigentlich nur immer, die sind ja parteiisch. Also ich mache jetzt kein Agentenbashing hier. aber ich habe mir über die Jahre ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut und letztendlich sind Agenten meine Vertrauten, weil die beschäftigen sich im besten Falle mit ihren Schauspielern ja wesentlich intensiver als ich. Es gibt auch ein paar, wenn ich da anrufe, weiß ich mehr über die Shop. Aber okay, es gibt über 400 Agenturen in Deutschland, von daher. Aber in der Regel ist es so, dass da wirklich ich mir ein gutes Verhältnis aufgebaut habe und dann man einfach direkter teilweise auch miteinander reden kann. Also es gibt ja, wenn ich Absagen machen muss, weil ich 10 Schauspieler angeguckt habe für eine Rolle und es kann eben nur einer oder eine werden, dann kann ich das in andere Hände geben oder ich kann komplizierte Termingemengelagen mit Agenten besprechen. Ich habe auch irgendwann mal einen Schauspieler voller Verzweiflung gesagt, such dir bitte eine Agentur, ich kann nicht mehr, weil ich dem immer wieder hinterher telefoniert habe und das war wahnsinnig kompliziert, dessen Termine irgendwie zu organisieren und ich wollte den aber gerne besetzen und da ist eine Agentur schon manchmal hilfreich. Du hast die Zahl gerade genannt, bei 10 Angeguckten kannst du nur einem zusagen. Ist das so der Durchschnitt? 90% muss man absagen, was man gecastet hat, sich angeschaut hat? Manchmal musst du 100% absagen und wieder neu anfangen. Aber das ist ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich pick mir ja immer die Rosinen raus. Ja. Quasi, wenn ich Gäste habe, dann weiß ich ja, es hat geklappt und wir können drüber reden. Offen. Aber ja, das ist ja umgekehrt. Ja. Ja, gut, das ist Teil des Spiels sozusagen. Ich kann nur immer sagen, es kommt auch vor in einem Castingprozess, dass ich schon relativ schnell mitbekomme, derjenige ist es nicht für die Rolle, aber mir kommt was anderes in den Sinn. Also das ist nie verlorene Zeit, zu einem Casting zu gehen. Jedenfalls nicht bei mir. Das heißt, man ist auch ein bisschen Psychologe auf jeden Fall. Ja, 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 klar.
Und zwar gegenüber so vielen Seiten. Also das ist ja schon auch so, so was Moderierendes fast. Also sag ich, wir haben einen Diplomatenstatus. Wir sitzen zwischen allen Stühlen, haben nur mit Menschen zu tun, die alle was von uns wollen. Also Schauspieler wollen gute Rollen. Regisseure wollen die Besten, was immer das heißen mag für ihren Film. Produzenten wollen auch die Besten, aber die sollen dann auch nicht so teuer sein. Und Redakteure wollen perverserweise die Quote, was bei den Privaten okay ist, über den Rest rede ich jetzt nicht. Das heißt also, es gibt immer Menschen, wenn bei mir das Telefon klingelt, ist jemand dran, der was von mir will. Weil es ist immer so, es ist schon ein ordentliches Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Also das muss man 24/7 wahrscheinlich, ne? Aushalten. Ja. Wie geht man damit um? Also, oder hat's? Ich lebe noch. Freut uns. Also, ich weiß es manchmal auch nicht. Also ich habe relativ schnell gelernt in meinen Anfängen, das war ziemlich tough. Also du darfst nicht alles an dich ranlassen. Also ich habe schnell gelernt, mich abzugrenzen, mir einen Assistenten oder eine Assistentin zuzulegen. Da gab es in Köln das Gerücht, ich sei ein Phantom, weil mich keiner treffen konnte. Also das Schwierige ist ja, du musst dir einen Schutzraum schaffen, der Dinge abfedert und gleichzeitig ja sensibel bleiben, um überhaupt diese ganzen Strömungen und so weiter aufzunehmen. Also ich bin ja permanent im Beobachtungszustand. Ich gucke ja permanent, rattert da ja was, wenn ich Menschen sehe, nicht nur Schauspieler. Auch auf der Straße oder wie? Auch auf der Straße und dann wirst du halt manchmal auch auf der Straße angesprochen. Ich habe Ihnen meine Fotos geschickt, haben Sie die schon gesehen? Und dann sage ich immer, weiß ich. Nein, also das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, aber Augen auf bei der Berufswahl, oder? Ja, klar. Ja. Der Beruf hat aber mich gewählt, ich kann gar nichts dafür. Okay. Und ihr habt wahrscheinlich eine riesen Datenbank dann, oder wie auch immer, kann man sich das vorstellen? Also ich sage jetzt mal, eine riesen Datenbank kann ich mir nicht leisten, weil das mit sehr viel Aufwand verbunden ist, personeller und struktureller Natur. Deswegen arbeite ich mit vier verschiedenen Datenbanken zusammen, für die ich teilweise Geld bezahle, teilweise nicht. Und habe das so ein bisschen ausgelagert. Mhm. Weil die eine hat 25.000 Schauspieler, also ich kann gar niemanden bezahlen, der das alles pflegt und macht und tut und so weiter. Also deswegen behelfe ich mir mit dem, was auf dem Markt ist. Was ich mich noch gefragt habe, warum gibt es denn keinen deutschen Begriff für Casting eigentlich? Das ist fast jeder andere Beruf ist komplett übersetzt worden, aber... Ja, würdest du mich jetzt Besetzerin nennen wollen? Soweit kenne ich dich noch nicht. Ja, aber es ist so schwierig. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Ich habe ja den Bundesverband Casting mitgegründet und wir haben lange überlegt. Also Casting stand einfach so als Begriff schon so lange im Raum. Komischerweise denken ja auch immer alle, dass der Beruf deswegen aus Amerika kommt, was aber nicht stimmt. Also es gab bei der UFA schon in den 20er Jahren jemanden, der mit dem Umbruch vom Stummfilm zum Tonfilm durch sämtliche deutschsprachigen Länder gereist ist und sich Schauspieler angeguckt hat und unter anderem Marlene. Ob die sprechen konnten. Ja, ob die sprechen konnten. Also er hat sie nicht nur angeguckt, er hat sie auch sprechen lassen. So, und das heißt aber, ich kann es dir ehrlich gesagt, wir haben lange darüber nachgedacht, wir haben auch gedacht, okay, dann nennen wir uns Caster, das fanden einige auch blöd. Ich finde es auch komisch, mich mit einem englischen Begriff Casting Director vorzustellen. Das geht mir auch immer noch schwer von den Lippen. Aber Auswählende oder Besetzer oder also es ist so komisch. Es gibt wirklich keinen deutschen Begriff. Also ich bin dankbar für Anregungen. mir fällt nichts dazu ein. Aber schön ist ja auch, dass eben Casting Director da mit dabei ist. Also es ist ja nur der Regisseur, der Kameramann, Director of Photography und ihr, oder? Woanders ist Director nicht im Wort mit drin. Nö, gehört woanders auch nicht hin. Warum kriegt... Also ist das... seht ihr euch da auch vom Stellenwert her eigentlich? Weil ihr habt ja schon so eine Art, so irgendwas dazwischen. Ja, so eine regieführende Geschichte, bevor der Film beginnt. Sozusagen, ihr kreiert ja quasi die Leute, das Material, aus dem der Film überhaupt entsteht erst sozusagen. Genau, Warum kriegt ihr dann keinen Oscar, keinen deutschen Filmpreis? Warum gibt es das alles nicht?
Das haben mich jetzt auch schon ein paar Leute gefragt. Ja. Und was antwortest du denn? Zum Beispiel am Freitagabend kam dann jemand auf mich zu, nachdem die ganzen Lolas verteilt waren, und fragte, wieso gibt es eigentlich keine Lola für Casting? Und da kann ich nur sagen, ihr fragt die Falsche. Also ich habe wirklich 8 Jahre dafür gekämpft, dass wir überhaupt Mitglieder in der Filmakademie werden können. Also dass wir überhaupt dabei sein können bei Auseinandersetzungen, Diskussionen, Entscheidungsprozessen und nicht nur als Freunde so am Rande und so weiter. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert mit der Lola, keine Ahnung. Das Problem ist ja, dass unsere Profession so schwer sichtbar ist. Also der Erfolg, wie es so schön heißt, hat ja mal viele Väter und Mütter, und es gibt so wenig Menschen vom Regiefach, die dann sagen, ja, der Casting Director, da muss man dann auch immer noch der sagen, ja, die Casting Directress, hat sich so lange den Wolf gecastet und gesucht und mich beraten und ist mit mir so viele Wege gegangen und durch so viele Entscheidungsprozesse, bis wir die oder denjenigen gefunden haben. Sondern in der Regel steht dann jemand auf der Bühne und sagt, oh, ich habe so viele Schauspieler gesucht und angeguckt und dann habe ich denjenigen gefunden und entdeckt. Also die Entdecker sind immer andere. Und entdecken ist auch ein schwieriger Begriff, weil irgendjemand hat jemanden dann auch schon mal am Theater gesehen oder entdeckt oder so. Das ist gar nicht so das Etikett, das wir uns so anheften wollen. Aber dass dieser Prozess dann so negiert wird, den man angestoßen hat, den man gegangen ist, die ganze Überzeugungsarbeit, das wird komischerweise von niemandem so wirklich gesehen und wahrgenommen, obwohl alle diese Arbeit, diese Expertise beanspruchen. Also es ist völlig selbstverständlich, dass ich jedes Jahr mir 200 junge Schauspielschulabsolventen angucke und dann heißt es immer, ach, da könnten wir doch mal einen Schauspielstudenten oder irgendeine. Und ich sage so, ja, können wir alles. Ich habe die auch alle gesehen. Aber ich sehe die, weil ich die sehen will, weil ich mich dafür interessiere und weil mir mein Beruf wahnsinnig viel Spaß macht. Und wenn ich den abhängig machen würde von der Wertschätzung innerhalb der Branche, dann hätte ich ein Problem. Verstehe. Aber du baust dann nicht nur Verhältnisse zu Schauspielern auf, sondern auch zu Regisseuren. Wenn ich deine Filmografie mir anschaue, dann habe ich da zum Beispiel gesehen, 2008 ist da schon Emily Artef, Das Fremde in mir. Ja. Jetzt 3 Tage in Quiberon, das ist, glaube ich, schon eure dritte Zusammenarbeit. Das ist etwas, was man so auch langsam steigert, wo man auch gezielt auf talentierte Regisseure offensichtlich setzt. Baran Booda hast du von frühesten mittellangen Filmen an begleitet. Kate Shortland war dabei, Florian Hoffmeister und natürlich Christian Schwocho, den wir jetzt gleich sehen werden. Also ist das was, wo du sagst, ich arbeite auch nicht mit jedem Regisseur und ich suche mir die schon sehr, sehr gezielt raus, versuche da eine lange Zusammenarbeit zu entstehen? Nee, das kann ich so gar nicht sagen. Also lustigerweise, Baran Booda hat mich ausgesucht. Also der hat da gesessen und gesagt, ich will, dass du diesen Film Unter der Sonne von mir besetzt. Also der hatte gewann dann gleich den Studenten-Oscar in den Kopf gesetzt. Und ansonsten, also Kate Shortland kam über eine Produktion zu mir, das ist Carsten Stöter, Rohfilm Factory, wie es heißt inzwischen, seine Firma, der hat auch 3 Tage in Quiberon gemacht. Also es ist so unterschiedlich, also teilweise ist es eine Arbeitsallianz mit nicht Firmen, es sind eigentlich immer Menschen, also mit Produzenten und manchmal eben auch mit Regisseuren oder Regisseurinnen. Und Thomas Stuber zum Beispiel, mit dem habe ich jetzt auch 3 Filme gemacht. Also es gibt Menschen, mit denen wir schätzen gegenseitig die Arbeit miteinander und setzen das dann auch fort. Es ist jetzt nicht so, dass ich gucke, wer ist jetzt gerade interessant, dann stalke ich die mal und dann hole ich die mal zu mir. Das wäre interessant. Also vielleicht umgekehrt ist der Fall. Ich gucke jetzt, was du machst und dann glaube ich, die bleiben interessant. Habe ich jetzt echt gemerkt, so, wenn man deine Filmografie sich anschaut. Okay, cool. Ja. Weil tatsächlich Baran Booda, der hat jetzt gerade Dark gemacht für Netflix zum Beispiel, ne? Und vorher Who Am I. Oder jetzt eben tatsächlich Die Unsichtbare war der erste Film, den ihr zusammen gemacht habt, Christian Schwocho und du, und jetzt Bad Banks, das ist die lange Serie, und dazwischen waren auch noch mal 1, 2 Filme. Was zeichnet Christian denn aus? Wie arbeitest du mit ihm zusammen? Weil heute haben wir ja wirklich den Vergleich. Wir haben jetzt gleich die Unsichtbare und Bad Banks haben wir wahrscheinlich alle gesehen gerade.
Wie arbeitet Christian? Also was Christian zum Beispiel gemacht hat, der hat den MFG-Star in Baden-Baden gewonnen vor einigen Jahren. Und das Geld hat er investiert, um nach New York zu gehen. Und ich glaube, Lee Strasberg war es, also an dem Institut, Schauspielunterricht zu nehmen. Also das heißt, Christian ist ein Regisseur, der sich massiv und intensiv mit Schauspielern beschäftigt, sich für sie interessiert und mit ihnen in Arbeitsprozesse geht. Und für mich ist natürlich das größte Geschenk ein Regisseur oder eine Regisseurin, die sich für Schauspieler interessiert und die zum Blühen bringt. Das heißt, ich kann noch so super casten, wenn derjenige nicht inszeniert oder mit den Schauspielern nicht arbeitet und das Ganze nicht blüht, dann sieht man auch meine Arbeit nicht. Also meine Arbeit sieht man wirklich nur, wenn die Regie sie entsprechend zum Blühen bringt. Und das ist bei Christian der Fall. Also das ist, egal welchen Film wir zusammen gemacht haben, er hat mit Frank Lamm einen tollen Kameramann, der mit ihm auch immer wieder eine eigene Bildsprache entwickelt. Und für jedes Projekt, zu dem wir uns verabreden, gucken wir auch immer wieder nochmal anders auf Schauspieler und bauen auch ganz neue und andere Konzepte. Und Christian ist jemand, der vertraut mir. Und mit dem gehe ich eben in einen Dialog und in einen Austausch. Und das ist das, was ich brauche. Also ich kann nicht anonym Listen verschicken und andere darüber reden lassen, was auch passiert. Aber ich brauche diesen Austausch, da bestehe ich auch drauf. Mhm. Und ich entscheide Projekte eigentlich auch nach dem Stoff in der Regel. Also okay. Nach den Drehbüchern, die mich interessieren, Geschichten, Stoffe, die mich interessieren. Und bei Christian hat mich bisher alles, was er gemacht hat, interessiert. Mhm. Im Moment dreht er gerade die Deutschstunde. Mhm. Ja. Ja, vielleicht noch ganz konkret als letztes, bevor wir den Film schauen, die beiden Hauptdarstellerinnen. Also hier haben wir Stine Fischer-Christensen, die vorher in Deutschland noch überhaupt nicht zu sehen gewesen war, aber schon European Shooting Star aus den Dogma-Filmen ein bisschen bekannt. Ja. Das Fest hat sie mitgespielt gehabt. Und bei Bad Banks haben wir jetzt Desiree Nosbusch in der Hauptrolle. Mein Jugendidol. Nicht nur deins, als Moderator. Ja, ja. Und, aber das stelle ich mir halt auch schwierig vor, weil sie ja bestimmt 20 Jahre lang zumindest schauspielerisch nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Wie kommt man darauf, sie dann so in so einer Teufel trägt Prada-Banker-Version zu besetzen, was ich ganz großartig gelungen finde? Also wie kommt man auf diese beiden Ideen, zwei Leute, die eigentlich völlig von der Bildfläche in Deutschland zumindest verschwunden sind oder nicht, noch nicht da waren? Noch nicht da waren. Wie kommt man darauf? Indem man sich intensiv auseinandersetzt, was diese Figur jeweils braucht. Und bei Desiree ist natürlich der wahnsinnige Vorteil, sie ist Luxemburgerin, sie beherrscht verschiedene Sprachen, sie ist sehr weltgewandt, also sie ist rumgekommen, sie hat auch hin und wieder mal gedreht, also ich weiß nicht, ob du diesen Zweiteiler gesehen hast mit Mehmet Kurtulus damals, habe ich vergessen, wie der heißt, also sie hat hin und wieder mal gespielt, also das Interesse war da. Regie geführt und produziert habe ich noch, Dokumentarfilme. Ja, sie hat auch eine Produktionsfirma und so weiter, aber wir haben sie gecastet dann. Wir haben dann einfach gesagt, okay, das interessiert uns, das probieren wir jetzt mal aus. Wir gucken uns das an und gucken, wie weit Christian und sie mit dieser Figur kommen. Also ob da die Möglichkeit besteht, miteinander etwas zu erarbeiten. Und bei Stine Fischer-Christensen war es so, dass sie war Shootingstar. Das ist so eine Veranstaltung während der Berlinale jedes Jahr. Und im selben Jahr war auch Hannah Herzsprung. Genau. Und diese Shootingstars kommen aus ganz Europa und werden dann eben vorgestellt während der Berlinale. Und ich bin in so einem internationalen Casting Directors Network. Das darf auch so heißen, weil es international ist. Und da lernen wir diese jungen Talente eben alle auch kennen in so 1:1 Gesprächen. Mhm. Und dann hat Christian, also wir haben viel gecastet für die Rolle in Deutschland und da aber nicht wirklich das gefunden, was er gesucht hat. Und dann hat er gesagt, okay, komm, die probieren wir jetzt mal aus. Dann gucken wir uns sie einfach mal an. Wir haben dann einfach so das Feld erweitert um diese Shootingstars erstmal. Und dann hatte er sie gesehen auch vorher im Film und war von ihr sowieso fasziniert und begeistert. Dann galt es noch darum herauszufinden, wird sie gut genug Deutsch sprechen können. Und dann hat sie 3 Monate in Berlin gelebt, um Deutsch zu lernen. Und er hat aber, weil er auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben hat, die Rolle quasi auf sie hingeschrieben. Also das Deutsch so weit reduziert, dass das jetzt nicht künstlich über Gebühr künstlich klang und ihr eben eine entsprechende Herkunft und so weiter gegeben. Also das geht ja auch, wenn man sich für jemanden entscheidet, dass man dann die Geschichte
dahin baut. Und das mit Erfolg. Stine Fischer-Christensen bekam den Preis als beste Hauptdarstellerin in Kalorivari. Dagmar Manzel als Nebendarstellerin, die Lola. Als, ja, also insofern wieder alles gelungen. Wir sind sehr gespannt auf den Film, den wir auf 35 mm tatsächlich noch sehen. Es war mit der letzte deutsche Film, der analog noch als Kopie rauskam. Das war genau die Grenze. Christian hat damals sehr viel Wert darauf gelegt, dass er eben nochmal so kam. Das schauen wir uns jetzt an und sagen schon mal vielen herzlichen Dank. Gerne. Anja Dierberg. Und bleiben Sie bis nach dem Abspann sitzen, dann gibt es die Gelegenheit, dass Sie auch Fragen stellen können. Bis nachher. Ja, die Unsichtbare 2011. Wie präsent ist er dir noch? Ich war ein bisschen verblüfft. Es ist schon relativ weit weg. Dann doch. Und es ist ein typischer Anja Dierberg-Film. Ein Ensemble, ein Riesenensemble, besetzt bis in die kleinsten Nebenrollen mit großartigen Darstellern. Kann man das so sagen? Du suchst dir schon solche Stoffe auch aus? Ja. Ja, wahrscheinlich. Also ja, wahrscheinlich. Du hast mir vorher verraten, so einer, der besonders spannend war in dem Fall, war Ronald Zerfeld. Magst du uns erzählen, warum? Ja, stimmt, das habe ich dir erzählt. Also spannend war, oder spannend ist für mich ja immer, wenn ich, also wenn ich unbekanntes Terrain betrete, insofern als die Regie vielleicht eine andere Idee oder eine andere Vorstellung hatte oder wir lange gesucht haben und ich so das Gefühl habe, ich habe die Figur von innen heraus so begriffen, dass ich glaube zu wissen, wer gut dafür wäre. Und Ronald Zerfeld hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gespielt. Also der Rote Kakadu von Dominik Graf, aber so diese Figur des, sage ich jetzt mal, so warmherzigen Liebenden auf eine Art eben noch nicht. Und das war ein bisschen Überzeugungsarbeit. Also wir haben sehr viel und sehr lange auch andere junge Männer für diese Rolle gecastet. Und dann habe ich Christian so ein bisschen überredet, sich auch Ronald für diese Rolle mal anzugucken. Und Ronald hat das eingelöst, was er sich vorgestellt hat für diese Rolle. Damit hat er aber zunächst nicht gerechnet. Das ist dann natürlich für mich ganz schön. Und danach kamen ja einige Rollen für ihn, die so ähnlich waren. Ja, das passiert dann. Also wenn die Aufmerksamkeit dann auf jemanden gelenkt wird, dann kommt da meistens noch was nach. Das ist aber auch sehr schön. Ja, finde ich in Ordnung. Die Aufmerksamkeit auf andere Längen, das wollen wir jetzt auch. Also wenn Sie Fragen haben, dann komme ich mit dem Mikro rasch zu Ihnen, weil wir das Gespräch mit aufzeichnen, wie Sie wissen. Ja, ich komme. Ja, dieser Film hat gezeigt, genau warum der Casting Director kriegt keinen Preis. Weil es steht dort genau die Ego von dem Regisseur und die als, oh yeah, das ist meine Kinder. Moment mal, in die Ende mit dem Recasting, das habe ich eine Frage über das Recasting. Wie ist das? Weil das ist ein Zeitdruck, alles, wie ist passiert? Wie gehst du um mit Recasting? Recasting heißt, wenn jemand ausfällt und ich die Rolle neu besetzen muss, dann habe ich nicht viele Möglichkeiten. Also das kommt immer darauf an, wie kurz die Zeit ist, aber da muss ich schnell reagieren und jemanden finden. Das kann gut gehen, das kann schief gehen. Bisher ist es meistens gut gegangen. Aber das ist natürlich, klar, ich meine, da hat man diesen ganzen Vorlauf, die Auseinandersetzung mit der Figur und so weiter schon für sich durchgespielt und muss dann jemanden finden, der in dieser Zeit genau da reinpasst. Das ist schwierig. Guckt man dann auch, wer ja, wo. Ja, aber auch ein Profi macht ja nicht alles perfekt. Und dann guckt man einfach, wer ist gerade in der Region, wer ist verfügbar, darüber hast du Infos und dann fragst du die an oder wie läuft sowas? Also ich gucke nicht, wer gerade in der Region verfügbar ist, sondern ich versuche dann schon immer auch noch meinem eigenen Ehrgeiz Rechnung zu tragen und zu gucken, wer passt auf die Rolle und dann wird viel telefoniert und so weiter. Also es muss ja jemand dann auch überzeugt werden, jetzt mal schnell einzuspringen oder so. Also es hat dann schon einen ordentlichen Adrenalinpegel, also das auf jeden Fall. Aber weitere Fragen oder Kommentare? Das ist mir aber gleich zu Anfang passiert, also da als ich angefangen habe mit den Kölner Tatorten und allein in meinem Büro saß, ohne Assistenz und da fiel dann
einen Schauspieler aus und das habe ich morgens erfahren und am Nachmittag musste der drehen und da hatte ich noch nicht dieses Netzwerk an Kontakten und so weiter. Also das war wirklich, das war echt die Hölle. Ich kannte Gott sei Dank eine Agentin, der ich vertraut habe, die hat dann auch einen Schauspieler gehabt, der das spielen, also das hat dann alles hingehauen. Heute gehe ich da etwas entspannter mit um, aber damals war ein Schock. Laut IMDb übrigens 86 Tatorte inzwischen, oder? Sowas, ja. Ah, okay. Nein, das ist jetzt ja keine Koketterie, aber ich zähl das nicht. Also du weißt mehr über mein... Ja, IMDb weiß. Ich kann ja mal gucken. Ja, aber ich habe es nicht gezählt. Dann will ich 90 schaffen, okay. Du hast noch 11 Schimanskis, damit geht das an. Okay, gut, alles klar. Also, aber 4 Tatorte noch dann, gut, cool. Liebe Anja, eine Frage auch von mir. Und zwar hast du vorhin gesagt, du hast ein Elefantenhirn, wenn es um Casting geht und um Besetzung, logischerweise ein bisschen... Mal ganz praktisch für die Schauspielerinnen hier aus Frankfurt und Schauspieler, die da sind. Du hast eine Assistentin. Wie läuft denn so eine Besetzung jetzt nicht von den Hauptrollen, jetzt mal nicht die Top 5, sondern wenn du so sagst, du hast sowas zwischen einer Tagesrolle oder vielleicht so 2, 3 Tagesrollen. Ja. Ist es dann so, dass der Regisseur dann zu dir kommt und hat dann erstmal oder die Rolle irgendwie im Drehbuch so ist, dass es eine Altersvorgabe ist? Oder wie näherst du dich dann sozusagen der richtigen Besetzung von dem breiten E-Casting-Auswahl hin zu dann, sage ich mal, so den letzten 5 oder 10, je nachdem, wie viel es sind? Also manchmal gibt das Drehbuch das her. Also es gibt schon so kleine Hinweise und Angaben in den Drehbüchern, Alter, Geschlecht oder sowas. Und manchmal setze ich mich da auch drüber hinweg und mache aus einer Männer eine Frauenrolle oder besetze mal aus einem anderen, sag ich mal, Herkunftsland als unbedingt blond und blauäugig. Also so, ich sag mal, da habe ich schon so ein paar Freiheiten. Und ich habe eine Assistentin, ja, die macht den ganzen administrativen Bereich, also die ganzen Anfragen. Also die ist meine Bürovorsteherin sozusagen. Und ansonsten, ich baue das Ensemble eigentlich in Anführungsstrichen pyramidal. Also wenn ich die Hauptrollen habe, dann gucke ich den Unterbau und versuche das homogen, klingt so komisch, es ist ja dann nicht eine Soße, sondern da geht es ja darum, jeder Figur ihren Charakter zu geben. Und dann recherchiere ich halt, bis der Arzt kommt und Bau für mich so, also es ist nicht immer ganz offensichtlich, wer da jetzt gerade in Anführungsstrichen passt oder nicht. Also es ist immer ein Prozess des Austausches, was die Regie sich vorstellt und dann versuche ich denjenigen eben so anzufüttern, bis wir beide so eine Ahnung davon kriegen, wie die Figur aussehen könnte. Das sind ja lange Prozesse, weil ich baue das nicht von außen, sondern eigentlich eher von innen. Also ich versuche den Charakter der Figur zu erfassen. Es ist dann auch egal, ob es eine Tagesrolle ist, weil auch die hat ja einen Charakter oder ein Innenleben. Und so nähere ich mich dann an. Aber das bedeutet eben viel gucken, viele, viele Bänder, viel Material, immer wieder, immer neu. Das ist eigentlich eine Fleißarbeit. Es liegt mir gar nicht. So Fleißarbeit. Nein, aber das ist so, klar, und bei allem, was ich gucke, kommt dann auch schon mal nicht derjenige, dessen Band ich gerade gucke, sondern derjenige, der mitspielt oder so, macht plötzlich eine Tür auf. Also das ist immer so, ich fütter mich halt ständig mit Material und dann spucke ich irgendwann was auf. Zu dem Thema Füttern würde ich auch gerne nochmal eingehen. Cast Forward, Filmmakers und so weiter, die Portale. Dort schaust du, gibst ein, ich suche eine Frau, braune Haare, wie auch immer. Also was auch immer du filtern kannst, danach suchst du grob vor, kann man das so sagen? Weil wenn man jetzt nicht zu der breiten oder wie auch immer, wie groß die Masse ist, die in deinem Elefantenhirn ist, weil man sich noch nie persönlich vorgestellt hat und dann auch noch Schauspielerin aus Frankfurt ist und man jahrelang gesagt bekommt, du musst doch nach Berlin ziehen, Elena, das wird sonst nie was. Um Gottes Willen. Nein. Ja, ich möchte das gern mal von dir hören, wie du anfängst zu sortieren, abgesehen vom Elefantenhirn, sondern wirklich, wenn du in die Portale gehst. Gibt es Vorgaben von der Produktion, bitte nur regional Schauspieler aus dort und da? Ist man tatsächlich wirklich im Nachteil, wenn man denn eben nicht aus Berlin kommt zum Beispiel oder aus Köln? Ich habe das lange immer wieder gesagt bekommen und ich möchte es einfach gern mal hören. Ja, okay. Wann ist man im Nachteil, wann ist man im Vorteil? Also
Es gibt teilweise regionale Vorgaben, die haben ganz einfach mit Förderstrukturen zu tun. Das heißt also, dadurch, dass du in Frankfurt lebst, ist es für Produktionen, die Geld in Frankfurt ausgeben müssen, von Vorteil, dass du hier bist und nicht in Berlin, wie die meisten Schauspieler. Also es ist einfacher, in Berlin zu casten, weil eh alle da sind oder mal vorbeikommen oder so. Aber für diese ganzen Regionalförderungen und so weiter ist es eigentlich gut, eben in Frankfurt, in Köln oder in Hamburg zu leben, weil da kommt man dann über diesen Weg eher vor, wenn in der Region gesucht wird. Ansonsten ist es wirklich schwierig. Dann gebe ich ein Mitte 30, lange braune Haare und dann habe ich 1200 oder 1800 Schauspielerinnen, unter denen ich auswählen kann. Also das ist schon so, dass ich das auch eingrenze, logischerweise. So, je mehr ich das eingrenzen kann, desto besser. Und dann kommen eben auch immer wieder Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte, mit denen ich mich dann eben beschäftige. Das meine ich so mit anfüttern. Also, aber diese Suchkriterien helfen mir erstmal, eine grobe Eingrenzung zu machen, klar. Und es ist in der Tat ein No-Go, wenn die Produktion sagt, Filmförderung ist jetzt Raum Hessen, dann ja, kann es nur jemand aus Hessen sein. Aber wenn die ja, auf jemand kommt anders... Kommt vor. Ne? Also das kommt vor, dass ich sage mal, bei den Hauptrollen nicht und bei dem Mittelbau, sage ich mal so, macht man schon mal Ausnahmen oder Abstriche in Anführungsstrichen. Aber bei den Tagesrollen, bei Kinoproduktionen muss ich regional besetzen. Und da ist es wirklich verhext. Also da fällt mir dann, wenn in Berlin gedreht wird, fallen mir 100 Leute aus Köln ein für die Rolle und umgekehrt. Also es ist dann wirklich so. Also sobald man das so einschränken muss und die Fantasie so eingeschränkt wird, entstehen so ganz komische Gebilde. Also es wird dann manchmal ja ein Kompromiss auf irgendeine Art. Wird's. Also es wird trotzdem gut, sage ich. Aber es ist trotzdem, also es ist schwierig. Es ist schwierig, wenn man von diesen äußeren Faktoren so eingeschränkt wird. Das trifft ja aber nicht nur auf Schauspieler, das trifft ja aufs ganze Team und so weiter zu. Also das Wichtige ist ja, das Geld da auszugeben, wo man es bekommt. Danke. Gerne. Wenn wir es auch gerade, bevor Simone drankommt, es von Altersstrukturen haben. Ich habe gerade neulich wieder gehört, bei einer Pro-Quote-Veranstaltung, wo Jasmin Tabatabai auf der Bühne saß und sagte, bei so um die 30 ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 1 zu 2. Und wenn sie um die 50 sind, dann ist es 1 zu 6. Also im Prinzip kannst du als Schauspielerin zwischen 40 und 60 lecker was anderes machen. Komm nicht vor. Frauen zwischen 40 und 60 kommen in diesem Land nicht vor. Und ab 60 dann als Großmütter. Das ist ein Fakt. Also das muss man sich mal klar machen. Es gibt keine Geschichten oder nur ganz wenige für Frauen zwischen 40 und 60. Das ist wirklich so, als wären wir Luft. Als wären wir nicht existent in dieser Gesellschaft. Also die Männer können, weiß nicht, Armin Rohde sagt zu mir, oh, jetzt bin ich 50, jetzt kommen die ganzen geilen Rollen auf mich zu. Sage ich, wie schön, für eine Schauspielerin ist hier Ende Gelände. Aber massiv, und das ist ja egal, das ist im Theater so, das ist im Film so, das ist im Fernsehen so. Die meisten Bücher werden von Männern geschrieben, denen fällt zu Männern mehr ein, das ist völlig klar, mir fällt zu Frauen auch mehr ein. Aber das ist massiv. Also die Männer sind 50 und die Frauen sind 30. Und es gibt dieses Verhältnis nicht. Ne? Also die Frauen altern nicht mit den Männern, sondern die Männer werden älter und die Frauen werden jünger. Also das ist so. Also wir sind nicht mehr existent. Ich sitze gar nicht hier. Versuchst du dem entgegenzuwirken? Ich meine, du hast ja, wie wir gehört haben, durchaus Einfluss auf die Bücher manchmal, wenn du sagst, du schlägst was anderes vor. Ja. Aber na, ich kann ja nicht die Grundstruktur der Geschichte gar nicht schwer angreifen. Ne? Also ich kann dann aus einem Arzt eine Ärztin machen. Und solche kleinen Spielereien kann ich mir dann schon, logischerweise, weil es ist wurscht, es ist nicht festgeschrieben. Ich besetze gerade interessanterweise für Julie Delpy ihren neuen Film. Und da sind erstaunlich viele Frauenrollen drin. Also es ist wirklich ein Verhältnis 2/3 zu 1/3. Und die müssen alle aus Berlin kommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja, aber trotz, also das ist interessant, ja. Ja, ja. Also ich gehe jetzt auch gleich mich umschulen, ja, weil ich bewege mich auch zwischen 40 und 60. Ja, ich bin auch nicht existent gerade. Gut, aber das ist nicht meine Frage. Ich wollte gerne mal wissen, jetzt mal so Hand aufs Herz, ja, so wie Sie erzählt haben,
versetzen sie sich in die Charaktere, in die Figuren, in der Geschichte und besetzen auch die kleineren Rollen mit Bedacht, Intelligenz, ja, was passen könnte. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt man dann wirklich ein bei den Suchmaschinen auf den Plattformen dunkelhaarig, 1,85, korpulent, oder muss man die Schauspieler gesehen haben? Also sprich, besetzen sie wirklich mal nur nach dem Aussehen oder machen Vorschläge dem Regisseur, oder müssen sie sie doch auch gesehen haben? Und wenn es in einem Theaterstück war oder in einem Kurzfilm, manchmal denke ich mir, dass es so läuft. Ach so, okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja. Nee, ich besetze nicht nach Bild. Also ich besetze nicht nach Foto. Nee, mir wird inzwischen auch schon schwindelig, wenn ich nach Band besetze. Am allerliebsten würde ich jeden vorher wenigstens einmal kurz treffen und am allerliebsten auch Probeaufnahmen machen. Das finanziert aber keine Produktion. Wenn ich das machen würde, dann könnte ich von diesem Beruf noch weniger leben als ohnehin schon. Also das heißt, dieses Zeitfenster oder die Zeit, die ich habe für ein Projekt, gibt das nicht her. Oder die Zeit, die ich mir nehmen kann für das, was an Bezahlung drin ist, gibt das nicht her. Aber wenn ich, nach Foto habe ich noch nie besetzt. Nein, ich meine auch, wenn Sie, weil Sie vorher gesagt haben, wenn ich denjenigen nicht auf dem Schirm habe. So, jetzt haben Sie mich zum Beispiel ja auch nicht auf dem Schirm. Ja. Jetzt schicke ich Ihnen mein Showreel und meine Fotos. Da hätte ich ja eigentlich für eine Besetzung oder für einen Vorschlag erstmal keine Chance. Ich müsste dann schon mal zu mir ins Theater einladen. Ja. Das können Sie machen, aber wann soll ich das? Genau, richtig. Deswegen ist also die Frage. Ich kann Ihnen im Prinzip, das ist alles so theoretisch, ich kann Ihnen im Prinzip eine Geschichte erzählen. Also ich bin ja, Neugier ist so mein zweiter Vorname. Das ist in diesem Beruf, nein, das ist, sage ich mal, eine Grundvoraussetzung für diesen Beruf. Also wenn ich nicht neugierig wäre auf Menschen, auf das, was sie eben auf der Bühne, im Film und so weiter spielen, dann könnte ich einpacken. Und für den eben vorhin erwähnten Film von Terrence Malick habe ich eine junge Frau gesucht, Mitte, Ende 20, und habe mir sehr, sehr viele Bänder angeguckt und habe eine junge Schauspielerin eingeladen, die ich persönlich auch nicht kannte, die in München Theater spielt, was ich aber auch noch nicht gesehen habe, und die auf ihrem Band nur so einen Kurzfilm hatte. Und die hat mich aber interessiert. Ich sage mal, ein Foto ist dann schon so mal das Erste, was mich neugierig macht und interessiert. Und ich habe sie mir angeguckt und ich fand diesen Kurzfilm interessant, ich fand sie spannend und ich habe sie zum Casting eingeladen, neben den berühmten 9 anderen, sodass ich auf 10 kam. Nein, und dann habe ich Probeaufnahmen gemacht und Malick hat sie besetzt. Er hat sie selber gar nicht getroffen, er hat die Probeaufnahmen gesehen und hat 10 andere Damen gesehen und sie war es. Also das heißt einfach nur übersetzt, auch jemanden, den ich nicht kenne, der kann mich so interessieren, dass es dann auch zu einer Besetzung kommt oder ich denjenigen verfolge und mir angucke und so weiter. Also das ist immer möglich und immer drin. Und das ist ja auch das, was mich interessiert und was mich neugierig macht. Und ich sage mal, bei einem Film mit Terrence Malick redet dann einfach auch keiner rein. Wenn er sagt, ich will die, dann will der die. Also in Deutschland hätte ich ja noch ein paar mehr Hürden. Also da würden ja noch andere Menschen reinreden und mir sagen, die ist aber doch nicht prominent genug, aber das geht doch nicht und das ist ein Kinofilm und die kennt doch keiner und warum denn das und dies und jenes. Also da müsste ich dann so lange argumentieren, bis diese Besetzung vom Tisch ist und man jemanden einfordert, der dann eben den berühmten Namen oder was auch immer hat. Also das passiert ja. Also ich habe diesen Spielraum ja gar nicht immer. Ich kann gar nicht jeden Film neu und eigen besetzen, weil es bestimmte Vorgaben, Wünsche, Vorstellungen und so weiter gibt. Also ich bin nicht frei in dem, was ich mache. Das war ich aber bei diesem Film, weil da hatte ich nur einen Partner, da hatte ich Terrence Malick, mit dem habe ich mich auseinandergesetzt. Und wenn der gesagt hat, das ist super, das will ich, das machen wir, dann gab es da keine Diskussion. Fertig. Das ist ein Traum. Also so, das ist für mich ein Traum. Und ich glaube, für alle anderen in diesem Raum auch, weil das würde ja noch mal viel mehr Möglichkeiten zulassen. Also die größten Komplimente für Bad Banks kriege ich, weil endlich mal Schauspieler mitgespielt haben, die man nicht kannte. So, ja, aber da war Vertrauen da. Mit Christian habe ich lange schon gearbeitet. Die Redaktion hat uns vertraut und dadurch auch Freiräume gelassen und geschaffen. Und dann ist sowas möglich. Aber die Sache des Vertrauens ist in diesem Land ein ganz großes Problem und nicht nur in der Filmbranche. Das müssen wir uns auch mal so vor Augen führen. Da gibt es eine zweite Staffel von. Yes. Ja. Wann? Tell me more. Die Finanzierungsstunde habe ich gelesen. Ah, cool.
Ja, eine ganz kurze Frage. Ja. Was sind die Don'ts? Also was kommt gar nicht an? Mir? Ja, also wenn wir Schauspieler jetzt was schicken, wir sind ja immer für Tipps dankbar. Ja, was sind Don'ts? Etwas schicken, was ich nicht verstehe? Nein. Wenn wir Fotos schicken, wenn wir Bänder schicken. Nein. Also allein über Fotografen könnte man wahrscheinlich eine Stunde reden. Ja, wollen wir aber nicht. Das ist ein anderes Thema. Nein. Das Ganze ist ja, wie gesagt, auch geschmacksgeprägt. Und ich sitze jetzt nicht hier und sage, ich weiß, wie es geht, ich sage euch, wie es geht und dann ist die Welt in Ordnung. Sondern ich weiß ja nur, wie ich meinen Beruf ausübe und was ich mache, was mir wichtig ist, was mich interessiert. Ich mag schon gerne Fotos, wo ich eine Persönlichkeit erkenne und nicht 1000 verschiedene Varianten. So. Also es ist nicht mein Geschmack, ne? Also so. Und ich mag ganz gerne ein Demoband, das nicht so steinalt ist. Also ich hätte viel, was ich jetzt im Netz finde, früher aus dem Regal geschmissen. Also ich hätte gerne Material, das nicht älter ist als 2 Jahre, wenigstens so ein Ausschnitt schon mal, der relativ aktuell ist. Ich weiß auch, wie schwer das zu kriegen ist. Ich hätte auch gerne Material, bei dem ich weiß, wer hat Regie geführt, von wann ist das Ganze, welcher Titel, welcher Sender und so weiter. Also ein bisschen Zusatzinformation, weil diese Fragen werden mir gestellt in den Gesprächen. Und ich hätte wahnsinnig gerne, dass ich denjenigen, um den es geht, auch erkenne, sehe, also weiß, das ist derjenige. Ansonsten habe ich nicht so gerne dann Anrufe. Ich habe was geschickt, vor 2 Wochen ist es angekommen. Ich habe auch nicht so gerne auf der Straße angesprochen zu werden, einfach out of the blue. Ich habe ihnen meine Unterlagen geschickt. Solche Sachen, also so alles, was mir so zu Leibe rückt, wo ich sage, ich mag auch nicht so wahnsinnig gerne Urlaubskarten von irgendwelchen Stränden, während ich im Sommer zur heißesten Jahreszeit die heißesten Phasen habe, weil alle im Herbst drehen und ich sitze in meinem Büro und arbeite und kriege Urlaubskarten von den Malediven. Nein, ich mag auch nicht so ellenlange Mails und Beschreibungen über den Zustand der Welt und die eigene Person und so weiter. Also ich mag es ehrlich gesagt gerne kurz und knackig, konzentriert auf das Wesentliche. Das ist es aber schon. Das ist doch schon eine Menge, danke schön. Wieso, Sie sparen auf jeden Fall das Porto für eine Postkarte. Also ist doch schon mal ein Tipp. Ich bin nicht der Typ, der die Postkarten verschickt. Okay, aber vielleicht haben Sie ja noch eine ganz konkrete Frage. Vielleicht wollen Sie irgendwas schicken und ich könnte jetzt schon sagen, nein, danke. Im Moment nicht, nee. Okay, gut. Ja, ich hätte noch gerne eine Frage zum Castingprozess. Gibt es irgendwann einen Punkt, wann der beendet ist bei Ihnen? Also die Arbeit von Ihnen, wenn die Verträge unterschrieben sind? Oder haben Sie sogar noch irgendwie Einblick ans Set, wie die Arbeit läuft mit dem Cast? Also ich könnte... Ja, also beendet ist meine Arbeit, wenn die letzte Rolle besetzt ist. Worst case kommt dann eine schnelle Umbesetzung, dann fühle ich mich auch immer noch zuständig. Also eigentlich, wenn abgedreht ist. Ich kann auch ans Set gehen. Also wenn ich Lust dazu habe, freuen sich immer alle, aber ich habe so wenig Zeit. Also es gibt weniger einen Lustfaktor als einen Zeitfaktor und außerdem stehe ich ungern rum, wenn andere arbeiten. Aber so ein paar Sets habe ich mir dann schon gegeben. Aber das gehört nicht zwingend dazu. Ich rede gerne mit den Regisseuren und Regisseurinnen nachher, wenn der Film abgedreht ist, um so ein Feedback zu bekommen, wie die Arbeit war mit den Schauspielern, weil da bin ich ja nicht live dabei und im Casting, wenn ihr dann noch die Rolle will, sind manche Menschen auch anders als dann im Ernstfall am Set. Solche Sachen weiß ich dann ganz gerne. Aber beendet ist meine Arbeit, wenn die letzte Rolle besetzt ist. Bevor du drankommst, zu den Don'ts wollte ich noch fragen, gibt es denn Don'ts auch bei den Casting-Situationen, wo du sagen würdest, das sollte man jetzt auf keinen Fall machen, wenn man da hingerufen wird? Gibt es da irgendwas? Das ist bestimmt auch noch interessant. Ja, das ist... Also ich finde, was ich nicht so geschickt finde, ist... den Prozess so lange auszudehnen über so Gespräche, dass man sich so langsam so reinplaudert. Das merke ich immer so, also es kommt selten vor, es gibt's aber und da merke ich dann so eine gewisse Unruhe auch bei den Regisseuren, also so straight to the point.
ist so ein bisschen mein Motto. Also sich schon allen einmal so vorstellen, sich den Raum auch nehmen für sich selber. Also nicht wie so ein Lamm zur Schlachtbank möglich, sondern versuchen, die Spielfreude zu erhalten und sich zu sagen, okay, ich möchte gerne und wenn nicht, dann gehe ich jetzt. Und es ist jetzt auch kein Drama. Das ist ganz schwer, ne? Weil es ja immer um viel geht. Aber ja, und wie gesagt, Text drauf haben ist auch ganz schön. Und wenn irgendwas ist, also was ich auch immer gut finde, ehrlich gesagt, weil manchmal sind, also jeder hat ja eine andere Tagesverfassung, das ist auch alles völlig normal. Und manchmal ist es hilfreich, wenn wenigstens ich vorher weiß, dass gestern die Großmutter gestorben ist oder so. Also einfach, dass ich das, was da stattfindet, dann in einen anderen Kontext setzen kann, weil ich weiß, dass der oder diejenige eigentlich viel lebendiger und alles, also so. Und wenn ich aber nicht weiß, woran das liegt, dass das diesmal nicht der Fall ist, dann ist es ein bisschen doof. Ich kann, also so man kann sich einfach vorstellen, ich leide ja mit, oder was heißt leide? Also jeder Mensch, der kommt zum Casting, ist ja schon quasi von mir ausgewählt, also mit Bedacht eingeladen worden, weil ich glaube, dass derjenige diese Rolle spielen kann. Also darauf mal vertrauen. Und das wäre schön, also es ist vielleicht hilfreich auch zu wissen, man ist gemeint, man ist gewollt, also man wird nicht irgendwie so abgefrühstückt, sondern es geht wirklich auch darum, dass ich glaube, dass derjenige das könnte. Die Entscheidung hat andere Gründe, manchmal eine Konstellation oder irgendwie sowas, aber in erster Linie kommen Menschen, denen ich das alles zutraue und denen ich glaube, dass sie das können. Ja, wir machen in Frankfurt hier schon 11 Jahre die Lichter Filmfest International. Mhm. Und jetzt haben in dieser Edition 2 Tage einen Kongress über die Zukunft deutscher Film. Und ich wollte gerne von dir, weil ich denke, es fasziniert deinen Beruf. Und eine ist genau als Vision, was hast du als deine schon Erfahrung mit der deutschen Film Industrie und alles. Du redest auch ein bisschen über diesen Kompromiss, das Vertrauen, der ist ein bisschen problematisch. Dann kannst du ein bisschen sehen oder sagen uns ein bisschen, was denkst du über die Zukunft auf der deutschen Film? Was ich über die Zukunft des deutschen Films denke, ist, dass ich die mitgestalten will. Also, dass ich dabei sein will und dass ich da auch ein bisschen mehr Einfluss drauf haben möchte, dass wie ich finde, dieses Land sich tunlichst öffnen sollte seiner eigenen Wirklichkeit und einfach mal wahrnehmen sollte, dass wir in einem multikulturellen Land leben und ich möchte das auch in Filmen sehen. Also ich möchte nicht immer diese eitlen Selbstbespiegelungen und diese kleinen Problemchen aufgeblasen. Also ich glaube, es gibt viel mehr und viel größere Themen zu erzählen, auch aus Deutschland heraus, als das, was ich so größtenteils im Moment sehe. Und da wünsche ich mir einfach mehr, auch politisches Bewusstsein, auch mehr Blicke über den Tellerrand. Ich wünsche mir das einfach größer, offener, weiter. Das möchte ich. Ich möchte nicht, dass das alles verengt wird auf so einen kleinen Bildschirm und ängstlich irgendwas festgehalten wird, was man gar nicht festhalten kann. Weil das Leben ist was ganz anderes und ich will mehr Leben, ich will mehr Leidenschaft, ich will mehr Gefühle, große, kleine, ich will einfach mehr Leinwandfüllendes. Ich will es wirklich groß. Das ist mein Wunsch für die Zukunft des deutschen Films. Bist du oft eingeladen für Juries, für Filmfestival? Nicht oft, aber hin und wieder. Gut. Und ich liebe es. Ja, ich mache das wahnsinnig gerne, weil wann kann man so andauernd Filme gucken und sich darüber auseinandersetzen? Also 4 oder 5 Filme am Tag ist doch großartig. Ich liebe das. Und das kann ich mir sonst, nehme ich mir diese Zeit oft nicht, weil immer so viel anderes da ist. Aber wenn ich dann zur Jury eingeladen bin, dann muss ich. Und dann ist es super. Ich habe zum Beispiel mal in Hannover beim Up-and-Coming-Festival in der Jury gesessen. Das war großartig. Ja. Einen der Regisseure, den ich damals gesehen habe, mit dem arbeite ich demnächst und so. Also das, man sieht, na klar, mein Beruf bedeutet ja auch gucken. Ich muss ja, also ich will auch wahnsinnig viel sehen einfach. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Casting-Prozess. Sorry, dass ich gerade wieder eins zurückgehe. Alles gut. Wie ist das mit dem sich in Erinnerung bringen? Ist das willkommen? Also neue Bilder, neue Schicken, Showreel. Schicken, 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 schicken.
einfach schicken. Nein, ich meine, das ist ja immer außer so. Urlaubskarte. Natürlich kriege ich wahnsinnig viel Logo, aber ich meine, was täte ich ohne das Material? Hm? Also, was ich ja schön finde, ist, wenn jemand etwas von sich schickt, dass da immer ein kleines aktuelles Foto gleich sichtbar dabei ist. Weil manchmal ist es, ich suche ja permanent nach Schauspielern für bestimmte Rollen und so weiter. Und es geht ja so dieser berühmte Spruch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber das bedeutet ja auf der anderen Seite auch, wenn ich die Mail aufmache und sehe ein Foto und vielleicht habe ich gerade eine Rolle im Kopf, wo das passt. Oder mir hat ein junger Mann letztens geschrieben, ah, mir ist empfohlen worden, ich soll mich mal als Anspielpartnerin bei Ihnen, Anspielpartner bei Ihnen melden. Und dann habe ich gesagt, super, ich brauchte gerade jemanden und habe den sofort eingeladen für den übernächsten Tag. Also solche Dinge passieren ja. Das heißt, dann kommt jemand und ich lerne den darüber kennen. Also es gibt ja immer einen Anknüpfungspunkt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber dann hat man es gemacht. Sind das denn meistens Konstellationscastings oder wie kann man sich das vorstellen? Hm? Klär mal. Was jetzt? Meistens. Die meisten Castings, die du so machst, also ist das dann wirklich so, dass da mehrere Leute, wie die zusammenpassen oder ist dann öfter, dass ein Anspielpartner da ist und eigentlich geht es um die andere Figur? Unterschiedlich. Kennst du ja auch nur aus Filmen. Unterschiedlich, also ja, unterschiedlich. Wenn ich die eine Hauptrolle suche, dann ist es erstmal mit Anspielpartner, manchmal aber auch schon gleich in Konstellationen. Ach, Konstellationscasting. Ach so, du hast doch den Begriff in den Raum geschmissen. Jetzt soll ich hier deine Arbeit machen. Ja, super. Okay, also Konstellationscasting bedeutet, wenn ich ein Liebespaar caste, dann gucke ich mir an, wo die Chemie stimmt. Also dann gucke ich mir immer so, ja, dann stellt man sich halt vorher vor, wen man gerne mit wem kombinieren möchte. Und diese Konstellationen probiert man dann so lange aus, bis das Paar sitzt. Dann probiert man, also manchmal hat man dann zuerst den Mann oder die Frau oder so und dann guckt man weiter. Also man trifft dann eine Entscheidung und guckt, wer passt dann dazu und hat dann schon denjenigen und derjenige muss dann noch 7 oder 8 Mal zum Casting kommen, bis man den Partner oder die Partnerin gefunden hat. Also das, in der Regel ist es ein Prozess. Wie lange der dauert, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Würde mich mal interessieren, das Casting, läuft das international gesehen gleich ab oder gibt es da Unterschiede zwischen im europäischen Ausland oder im international gesehen, USA? Ich meine, ist dieser Prozess immer gleich oder gibt es da Unterschiede in Nationalitäten? Oder also es gibt einen Unterschied zum angloamerikanischen Raum, da verwalten die Casting Director auch das Budget. Das heißt, die verhandeln auch die Erstverträge mit den Schauspielern oder deren jeweiligen Agenturen. Das ist in Deutschland nicht so. Also das machen hier Produktions- und Herstellungsleiter. Ist das besser oder schlechter? Ich glaube, also ich habe mal eine Zeit lang gedacht, es wäre besser, wenn wir das hier auch machen würden, weil Geld Macht bedeutet und wenn wir ein Budget verwalten, haben wir vielleicht nochmal eine andere Position. Aber da ich ja in diesem internationalen Netzwerk bin und feststellen muss, dass es den Kolleginnen auch nicht so viel anders geht, weiß ich nicht. Ich fände es aber auf der einen Seite, ich fände es schon nicht schlecht, weil dann könnte ich Rollen anders gewichten und das Budget teilweise ein bisschen so verschieben, dass es sinnvoller, ja, ich glaube, es wäre sinnvoll. Ich glaube, dass wir einen besseren Überblick über die Szene haben und über die Verhältnismäßigkeit der Gagen und das, was da noch so hinten mitschwingt, dass teilweise wir besser kalkulieren könnten mit einem Budget. Ja, fände es besser. Das ist aber im Prinzip so ein wesentlicher Unterschied. Ansonsten ist der Prozess, was ich so mitbekomme, eigentlich relativ ähnlich. Also für die Hauptrollen werden erstmal alle Namen durchdekliniert und das ist in Hollywood einfach nochmal ein Zacken tougher. Es gibt einen schönen Film von Veit Helmer, Casting About, und da hat er das eigentlich sehr schön beschrieben. In Amerika ist es so, es gibt diesen Breakdown-Service, da kommen dann hunderte von Headshots und die werden erstmal aussortiert und dann werden Readings gemacht und so weiter. Also da ist ein höherer Durchsatz an Masse.
Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, das ist mir schon lieber hier in Deutschland. Also da habe ich es ein bisschen mehr in der Hand, das zu steuern und zu gucken, was, wie viel schaue ich mir an, wo setze ich meine Pflöcke oder sowas. Also ich muss nicht so immer durchtauchen durch eine ganze Masse an Material, das mir geschickt wird. Im Zusammenhang habe ich auch noch eine Sehempfehlung. Auf YouTube gibt es einen Roundtable vom Hollywood Reporter, was im Grunde eines der führenden Branchenblätter ist zum Thema Film dort. Und wenn man Roundtable Casting Directors eingibt, dann sitzen da 5 führende Casting-Direktorinnen 2014 zusammen aus den USA, die wirklich Einblick geben, wie es dort abläuft. Und wie heißen die? Das hätte ich jetzt da vorne auf dem Zettel, das kann ich dir gleich sagen. Okay. Ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt eben gerade, dass du dir wünschst, dass es mehr divers zugeht. Und wir haben über diese Lücke von Frauen zwischen 40 und 60 gesprochen. Jetzt hast du gesagt, du möchtest gerne ein bisschen Einfluss darauf nehmen, auf diese Gemengelage, sag ich mal. Hast du denn das Gefühl, bei jüngeren Filmemachern, die so ein bisschen von der Hochschule kommen oder so, vielleicht ihren dritten oder vierten Film machen, die dich dann als Casterin anfragen, dass du die dann supporten kannst, dass die dann auch frischere, aktuellere, naja, sagen wir mal, wahrhaftigere Geschichten erzählen oder die mehr dem entsprechen, was du dir da auch teilweise wünschst? Ist das so? Oder verharren wir immer noch in dieser kleinen Box, von der du da sprachst teilweise? Also wenn sie zu mir kommen, haben sie ja ihre Geschichten schon im Gepäck. Also ich entwickle jetzt keine neuen Geschichten mit jungen Regisseuren oder Regisseurinnen. Das mache ich nicht. Nee, nicht entwickeln, aber okay. Sind die Geschichten schon frischer? Nicht, dass du die Geschichten mitentwickelst, ja, aber sind die Geschichten schon frischer sozusagen heutzutage? Frisch ist ein komisches Wort. Okay, also, gesellschaftsnäher mit den aktuellen Problemen, weil die Studenten werden ja auch andere, ne? Das sind ja auch nicht mehr so Mainstream. Also geht man da ein bisschen mehr zu diesem Großen, was du dir da vorstellst? Nö. Das ist eine klare Aussage, danke. Mhm. Frage in dieser Lücke vielleicht die Namen mal vor, die du wissen wolltest. Das waren Juliet Taylor, Ellen Lewis, Patricia DiCerto, Laura Rosenthal und Jennifer Houston. Okay. Jennifer Houston hat übrigens gesagt, dass ihr oft mal vorgeworfen wird, dass die Arbeit des Casters als Dreamkiller bezeichnet werde. Wie stehst du da dazu? Als Dreamkiller? Ja, von Betroffenen. Sehe ich genau umgekehrt. Sagte sie zwar auch, aber... Ich befördere Träume, ich mache sie wahr. Verhältnis 1:9, aber gut. Nein, ich meine, die Regie träumt ja auch. Ja, klar. Die Regie träumt ja auch und deren Träume mache ich wahr. Klar, das war nicht ganz ernst gemeint. Ich muss das richtig stellen, ich weiß ja nicht, wer das dann alles guckt. Ja, gerne. Also ich meine, ja, bitte. Ja, sie hat das ja auch richtig gestellt. Ja. Ich bin Tinkerbell. Okay. Eigentlich. Cool. Zweitere Fragen oder Kommentare? Weil was natürlich noch ein Thema ist, was wir nicht aussparen können, nach dem Film natürlich erst recht. Ja, lach nicht. Me too. Me too, ja, ist doch so. Ist das, was hier in diesem Film gezeigt wird, das ist ja schon bis zu weiten Teilen unerträglich dann, wie weit das geht, ist das jetzt was es tatsächlich gibt auch so oder gab und wie geht ihr inzwischen dagegen vor? Ich weiß ja, dass es inzwischen gezielte Maßnahmen gibt von eurer Seite. Also dazu kann ich Folgendes sagen. Ich komme ja selber auch vom Theater. Ich habe das in dieser Drastik nicht erlebt, auch nicht in meiner Position als Regieassistentin. Im Zuge der MeToo-Debatte haben wir uns vom BVC stark gemacht, mit dem Schauspielerverband an einen Tisch gesetzt, die Filmakademie mit dazu geholt und so weiter. Und es gibt jetzt oder es ist in Arbeit, diese überbetriebliche Beschwerdestelle ins Leben zu rufen. Frau Grütters unterstützt es ja auch finanziell. Und im Zuge... Am Set, muss man dazu sagen, diese Beschwerdestelle. Nein. Es ist ein bisschen kompliziert. Also eigentlich gibt es in größeren Betrieben die Verpflichtung dazu, so eine Art Beschwerdestelle zu unterhalten. Da die Filmteams sich ja aber immer nur so kurzfristig zusammensetzen und da kein wirklicher Betrieb entsteht, gibt es da eine Leerstelle. Und deswegen ist die Idee zu sagen, okay, aber es gibt viele Gewerke, es gibt viele Verbände und es müsste dann eben eine sogenannte überbetriebliche Beschwerdestelle geschaffen werden, die eine Anlaufstelle ist für jeden, der am Film beteiligt ist, auch für jede Praktikantin, jede Schauspielerin, jeden Schauspieler, also die große, große Filmfamilie. Und im Zuge
dieser Auseinandersetzung in verschiedenen Gremien und auch mit der Filmakademie und so weiter, habe ich Geschichten gehört, da ist mir echt schlecht geworden. Deswegen habe ich auch eine Zeit lang ein sehr schönes Albert Einstein Zitat in meinen Mails mit verschickt. Der hat nämlich gesagt, es ist gefährlich in der Welt zu leben, aber nicht wegen der Menschen, die Böses tun, sondern wegen derer, die wegschauen. Und das ist, finde ich, das Kernproblem, dass es diese ganzen Dinge gibt, dass die stattfinden. Ich habe die persönlich jetzt so nicht erlebt und in meinen Räumen haben die auch nicht stattgefunden. Das klingt jetzt so, als sei ich Mutter Teresa oder trüge einen Heiligenschein. Das ist nicht so. Aber ich habe es, wie gesagt, bei mir findet das nicht statt. Aber es findet statt, es findet am Set statt, es findet außerhalb von Castingprozessen statt, wenn die junge Schauspielerinnen von Regisseuren dann zu Privatsessions in deren Hotelzimmer oder so eingeladen werden. Also ich habe teilweise wirklich echt so geguckt wie Alice in Wonderland. Aber das waren, wie gesagt, lauter Geschichten und die waren teilweise echt übel. Ich sage, gut, aber da ist ja immer auch noch ein Set, ein Filmteam, da sind immer noch andere Menschen, auch das, was ich dann über Herrn W. lesen kann, etc. pp. Also es sind immer ganz viele dabei gewesen, die einfach die Schnauze gehalten haben. Und das finde ich unerträglich. Das ist das Problem, das ich persönlich damit habe. Mhm. Also dass es dann eben nicht jemanden gibt, wie die Figur von Anna-Maria Mühe, die sagt, guck mal, ich sehe, was hier passiert. Ist es wirklich das, was du willst? Oder das kenne ich vom Theater. Da habe ich eine Freundin, Kostümassistentin, die permanent von dem Intendanten umarmt wurde, auch gesagt, sag mal, soll ich was machen? Soll ich mich dazwischen? Also soll ich was machen? Willst du? Ich sehe, dass das ist und ich kann den Mund aufmachen. Klar, dann sind wir schon zwei. Sie hat gesagt, nee, ich kriege das in den Griff. Aber diese Menschen sind, wie ich das so mitkriege, größtenteils alleine damit. Und das ist was, was ich absolut nicht verstehe. Also warum in diesem Land Zivilcourage einfach nicht stattfindet, finde ich, verstehe ich nicht. Was glaubst du, woran das liegt, dass wir mehr Geschichten aus den USA gehört haben bisher als aus Deutschland? Weil wenn du sagst, das gibt es hier ja auch, ist hier ein anderes mediales Umfeld oder wie auch immer, dass man damit nicht an die Öffentlichkeit geht und solche Personen auch mal beim Namen benennt? Also ich glaube, bei allen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe in der Filmakademie und auch mit Journalisten und so, ich glaube, dass wir in Deutschland einfach versuchen, und das finde ich dann auch wieder gut, da nicht nur Schlaglichter drauf zu werfen und jemanden in die Öffentlichkeit zu zerren und zu sagen, das hier ist der böse Bursche und wenn der weg ist, dann ist die Welt wieder in Ordnung, sondern das Ganze einfach auf einer anderen Ebene an der Wurzel zu packen durch intensive Recherche und Gespräche und eben nicht so eine mediale Schlacht daraus zu machen. Ich glaube, wenn ich das positiv betrachte, ist das die Idee dahinter und der Wunsch, damit so umzugehen, dass man das Übel an der Wurzel packt oder auf jeden Fall sich intensiv damit auseinandersetzt und nicht einfach zwei, drei Köpfe absägt und dann sagt, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist ja albern. Mhm. Eine Zeit lang dachte ich ja auch, vielleicht ist es in Deutschland so, dass hier mehr Casterinnen sind und in den USA nicht, aber dort ist es genauso. Das sind auch alles Frauen, die an der Spitze stehen. Ja, wahrscheinlich, weil man auch nicht wirklich Geld damit verdienen kann. Die denken immer alle, wir haben irgendwie noch einen Kerl, der uns finanziert im Hintergrund. Keine Ahnung. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, ich muss den Leuten erzählen, das ist nicht mein Hobby. Es ist wirklich so. Ich meine, du gehörst zu den Top 3. Ja. Ja, aber das, was ich an Arbeit investiere in das Ganze, ich habe eine Assistentin, ich habe ein Büro, ich habe Fixkosten und so weiter. Das rechnet sich nicht, also das könnt ihr vergessen. Warum machst du es dann noch? Weil ich es kann. Nein, sie hat sogar gesagt, weil ich es gut kann. Ich mache es noch, weil es immer noch reicht, um meine Miete zu bezahlen. Schon. Und weil ich nichts anderes kann. Nein, es ist interessanterweise wirklich der Beruf, der zu mir gekommen ist und den ich sehr liebe und der mir wirklich viel Freude macht, den ich sehr, sehr gerne ausübe und den ich auch nur dann verfluche, wenn man mir von außen das Leben schwer macht. Mhm. Ansonsten ist es wirklich ein toller Beruf. Mhm. Und ich, also das mache ich jetzt nicht des Geldes wegen. Also dann hätte ich das halt bei mir damals schon gesagt, wenn ich Geld verdienen wollte im Filmgeschäft, dann sollte ich Cutterin werden oder so. Also das wäre auf jeden Fall besser, geschickter. Fängt auch mit C an, fällt nicht auf. Auch Englisch, die nennen sich aber jetzt Editoren. Ich weiß. Ja. Aber Editoren ist auch nicht Deutsch.
Man kann es aber Deutsch aussprechen. Nur gut. Nein, aber wie gesagt, das ist schon, das ist so interessant, weil alles, was ich mache und was ich kann, wird so selbstverständlich eben vorausgesetzt. Und aber keiner fragt, also wie viel Zeit da ins Land, also wo dieses ganze Wissen herkommt und so weiter. Also ich sage mal, in jedem anderen Metier wäre jemand mit 20 Jahren Berufserfahrung, müsste jetzt nicht um 500 Euro feilschen mit irgendjemandem. So, also ich teilweise bin ich echt, ich habe das auch schon am Telefon gesagt, bin ich hier auf dem Bazar? Ich meine, worum geht's, ja? Ich möchte auch nicht immer wieder sagen müssen, druck mal aus die 2,5 Seiten Credits oder sowas, aber es ist schon ein bisschen erstaunlich. Also was mich wirklich erstaunt ist, das trifft ja jetzt nicht nur auf meinen Beruf zu, glaube ich, ist, dass die Wertschätzung der Arbeit des anderen oder der anderen in dieser Branche extrem zu kurz kommt. Ich finde auch den Umgang mit Schauspielern grauenhaft. Also wir werden alle permanent über Geld definiert, darüber, was wir bringen oder nicht bringen, ob wir das wert sind oder nicht. Also es geht nicht um den Prozess der Arbeit, es geht um Zahlen, entweder Quote oder Kohle. Also so, es geht nicht darum, was ich wirklich alles kann, an Erfahrung habe, was ich reingebe, welche Form von Auseinandersetzung ich führe, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil ich irgendein Problem nicht gelöst kriege oder noch nicht weiß, wer mir da einfällt oder, dass ich gehe ins Kino, ins Theater, ich verbringe wirklich 24/7 mit diesem Beruf, weil ich den leidenschaftlich ausübe. Aber dass das irgendeine Wertschätzung erfährt, also ich habe mir geschworen für dieses Jahr, dass ich nur noch mit Menschen arbeite, die mich und meine Arbeit respektieren, weil ich das einen wesentlichen Punkt der Zusammenarbeit finde. Aber ich sitze hier mit 20 Jahren Berufserfahrung und kann leider sagen, dass das nicht immer der Fall ist. Also dass die Anerkennung dessen, was da, sag ich mal, kommt an Potenzial, nicht gesehen wird. Oder nicht oder nicht gesehen werden will, keine Ahnung. Also ich habe dafür auch noch keine Lösung. Ich habe es auch noch nicht verstanden, weil man kann es ja sehen. irgendwie. Und ich stelle aber fest, es trifft ja nicht nur auf meinen Beruf zu, aber ich finde schon, dass also der Respekt, der mir und meiner Arbeit entgegengebracht wird, kommt eher aus dem Ausland. Also ich habe das eher mit internationalen Produktionen, die einfach da mit mir und meiner Arbeit respektvoll umgehen, kann ich so sagen. Ist so. Finde ich auch erstaunlich. Trifft jetzt auch nicht auf alle deutschen Produktionen und so weiter zu, das will ich gar nicht sagen, aber ich kann das so beobachten, auch in anderen Feldern. Also das immer alle so tun, als wenn alle sowieso auch alles könnten und als wäre das nichts, was jemand macht. Ist das ein Traum von dir, noch weiter in diese internationale Richtung zu gehen, wenn du sagst, da ist die Wertschätzung größer? Ein Traum von mir ist weiter tolle Drehbücher zu lesen und da schöne Besetzungen für zu finden. Und da ist es mir nicht wichtig, ob das jetzt international, national oder was auch immer ist. Also ich habe ja über den Beruf schönerweise, bekomme ich ja Einblick in so viele Welten, weil Menschen sich Dinge ausdenken, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Das ist ja ein Geschenk. Also ich kann nur sagen, dass dieser heutige Abend für uns ein Geschenk ist, einen Einblick in deine Welt zu bekommen zu haben. Und vor allen Dingen deine Filmografie spricht dafür. Das ist das, wo voller Seele und Herzblut diese Filme, schaut sie euch wirklich an. Das sind großartige Werke, die den deutschen Film der letzten 20 Jahre geprägt haben. Großen Applaus, Anja Dierberg. Dankeschön. Dankeschön. Und Sie können einen davon direkt auch schon bald hier bei uns im Kino sehen. Am 9. Mai kommt nämlich in den Gängen zu Was tut sich im deutschen Film? Und dann wird Thomas Stuber hier sein, der Regisseur, und der Drehbuchautor Clemens Meyer, der auch die Buchvorlage geschrieben hat. Das lohnt sich sehr, 9. Mai vorzumerken. Casting natürlich, Anja Dierberg. Also, kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.